Erkelenz ist eine Stadt mit Tradition und das wird auch gerne gezeigt. Das unrunde Jubiläum 1050 Jahre ist den Erkelenzern wichtig. Wie deutlich beim Festabend zu erkennen ist, zu dem rund 500 Gäste den Weg in die Stadthalle finden. Ein stilvoller Abend für das Geburtstagskind, das in seiner ersten urkundlichen Erwähnung aus dem Jahre 966 noch als Herklense bezeichnet wird. 1050 Jahre Stadt Erkelenz, seit der ersten urkundlichen Erwähnung, wie feiert man das? Das war die Überlegung. Aus dem letzten großen historischen Stadtfest ist der Lambertusmarkt entstanden. Viele Veranstaltungen sind in der Stadt, ja, wie feiern wir das jetzt? Und dann haben wir gesagt, Geschichte ist toll, wir feiern heute die Geschichte, erzählen was über die Geschichte. Es sind viele Dinge vom Heimatverein aufbereitet worden. Und man sieht, wenn sich 500 Leute noch angemeldet haben und freiwillig kommen, dann scheint das die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Also, Erkelenz, Happy Birthday, wir freuen uns, dass das so toll gelungen ist. Die Feste soll man feiern, wie sie fallen, insbesondere die historischen. Dieser Meinung ist vor allem auch Günther Merkens, der Vorsitzende des Heimatvereins der Erkelenzer Lande. Der Heimatverein hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Er macht ein Geschenk für die Bürger, und zwar die Herausgabe der Bauchschronik, die jahrhundertelang im Archiv schlummerte, die jetzt, und das Entscheidende, transkribiert und in unsere Sprache übersetzt worden ist, sodass sie jeder lesen kann. Und sie ist ein Fundus ohne Gleichen, und wir können froh sein, dass wir diesen Schatz gehoben haben. Maßgeblichen Anteil an diesem Schatz hat auch Professor Dr. Hiram Kümper von der Universität Mannheim. Und das war tatsächlich ein ganz, ganz großer Batzen für uns alle. Also weiß Gott, nicht nur für mich. Wir hatten ja mehrere Mitarbeiter, die daran gearbeitet haben. Und auch der Heimatverein hat sich dann nochmal ganz stark engagiert. Vor allem, muss man sagen, Willi Wortmann, der Unglaubliches geleistet hat in der Korrektur durch die ganze Vorbereitungsphase hindurch. Es war eine wahnsinnige Arbeit. Das haben wir, glaube ich, alle im Vorhinein unterschätzt. Ich zumindest ganz, ganz sicher. Jetzt weiß ich, warum sie über 100 Jahre nie vollständig ediert und übersetzt worden ist. Als einer der ersten erhält Bürgermeister Peter Jansen ein Exemplar der zweibändigen Ausgabe dieser Chronik. Unter der Leitung von Reinhold Richter übernimmt der Cornelius Burgchor des Heimatvereins die musikalische Gestaltung des Abends. Ja, das war eine unserer großen Aufgaben, die Ausgabe der Bauchschronik. Wir haben noch eine weitere, sicherlich sehr große und langwierige Aufgabe, nämlich die Schaffung eines virtuellen Museums der verlorenen Dörfer. Durch den Braunkohletageabbau, wissen wir alle, gehen nicht nur die Dörfer, sondern auch die Kultur verloren. Und da wollen wir versuchen, das auf Dauer zu erhalten. Aber das wird eine Sache sein, die sicherlich über viele, viele Jahre noch andauern wird. Bis 2016. Jahrhunderte, in denen die 6 am Ende einer Jahreszahl für Erkelenz oftmals von historischer Bedeutung ist.